Ben, ich finde es ja wunderbar, dass du so treu und so dein Herz offen hast für die Predigt und das Wort zu verkünden. Ich würde gerne für dich beten. Herr Vater, ich möchte dir Dank sagen, Herr. Ich möchte Dank sagen, dass du uns heute hier zusammengeführt hast, Herr. Und ich möchte dir Dank sagen, dass du Ben auch heute Morgen hier hinstellst, Herr, und dass du ihn ausgerüstet hast. Trotz einer Woche, die sicherlich sehr viel Action hatte, möchte ich dich bitten, dass du jetzt seine Gedanken und seine Worte, dass du die ordnest und dass du uns frei machst, Herr, dass du uns offen machst für all das, was durch dich verkündet werden soll, Ben. Lass einfach Jesu Wort durch dich ausstrahlen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke. Kleinen Augenblick, das ist die stille Pause, bevor es losgeht. Können wir gleich einmal aufbauen. So, perfekt. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Schön, dass ihr da seid. Genau, alle da hinten in den Ecken versteckt. Okay, das war. Letzte Woche hatte ich da mehr Mittel, da konnte ich im Prinzip alle reinziehen, weil wir nur 35 Plätze hatten. Das war ganz entspannt. Also heute alle ein bisschen weiter weg. Perfekt. Magst du einmal die Präsentation anschmeißen? Das wäre super gut. Klasse. Ja. Uwe hat es ja schon angeteasert, es geht um Vorbereitung, es geht um Sport, es geht um Training und deswegen dachte ich mir, was man dreimal sagt, ist ja noch viel prägnanter, deswegen heißt die Titel der Predigt Training, Training, Training und keine Sorge, ihr könnt aber alle sitzen bleiben, es muss keiner wirklich irgendwie Sport oder irgendwas machen, das ist nicht geplant für heute. Worum geht's? Im August, wer sich vielleicht noch daran erinnern kann, hatte ich eine Mini-Predigtserie vorgestellt oder angefangen mit Teil 1. Dort haben wir einen Brief aus den pastoralen Briefen genommen. Wir haben den Brief an Titus uns angeschaut und haben da im Prinzip als Überschrift gehabt, gute Taten sind wichtig. Und wir haben so vier Hauptpunkte besprochen. Das war einmal die Gnade von Gott, dass sie unverdient geschenkt an uns ist. Der Wegweiser, was gibt uns Halt, was ist irgendwie so der Weg, wo wir lang gehen können. Das ist dann die Bibel. Perspektive Ewigkeit, worauf bereiten wir uns vor, was ist eigentlich unser Ziel, was unterscheidet uns so von allen anderen, die vielleicht noch nicht Gott kennengelernt haben und ein Ziel zu haben, auf das wir halt hinausgehen, wo wir hingehen. Wie gesagt, das war im August, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, deswegen habe ich das nochmal so ein bisschen zurückgeholt, um halt das vielleicht in Erinnerung zu holen. Wer nochmal im Nachgang schauen möchte, wie gesagt, auf YouTube kann man es auf jeden Fall angucken. Heute geht es in den ersten Timotheusbrief, also nicht von hinten die Reihenfolge aufgenommen, sondern halt in den ersten Timotheusbrief. Dort werden wir heute in Kapitel 4 sein. Also wer jetzt schon eine Bibel irgendwie parat hat oder per Handy, kann auf jeden Fall schon mal 1. Timotheus Kapitel 4 grob öffnen. Da werden wir heute uns drinne bewegen. Training, 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 Sport und Fitness. Das ist ja, wenn man so irgendwie die Zeitung aufschlägt, den Fernseher irgendwie anguckt, wenn man Social Media unterwegs ist, wird einem ja immer suggeriert, man braucht irgendwie den bestaussehendsten Körper und selbst wenn man den hat, ist es nicht genug, sondern dann muss ich irgendwie das neue Fitnessprogramm ausprobieren, eine neue Diät machen und so weiter und so fort. Und viele investieren sehr, sehr viel Zeit in Sport, in ihren Körper, in ihr Aussehen oder vielleicht auch gar nicht, vielleicht ist es gar nicht Sport, vielleicht investiere ich aber sehr, sehr viel Zeit in meine Karriere, in meinen Job oder irgendwie, um mehr Geld zu verdienen, um vielleicht dann irgendwie halt das bessere Auto zu bekommen oder zu kaufen. Also die Frage ist so ein bisschen, die heute mitschwingt, worin investieren wir unsere Zeit? Was machen wir und was hilft uns Perspektive Ewigkeit eigentlich weiter? Setzen wir dort genauso viel Zeit an, wie wir vielleicht das tun für Sport als Beispiel? Deshalb Training, Training, Training. Und am Ende der Predigt heute, auf der letzten Seite gebe ich euch so drei Punkte mit, die ihr vielleicht heute mitnehmen könnt. Die sind dann halt bildlich dargestellt und vielleicht hilft das. Bevor wir jetzt den Text einmal reinstarten, ich werde nicht das komplette Kapitel 4 lesen. Wie gesagt, wir bewegen uns in Kapitel 4. Könnt ihr gerne nochmal im Nachgang nachlesen. Wie ist der Kontext? Worum geht's? Wo befinden wir uns aktuell? Paulus schreibt an seinen treuen Begleiter Timotheus den ersten Brief. Und Timotheus ist so, er nennt ihn wie sein eigener Sohn. Also er ist nicht sein reeller Sohn. Aber er ist mit Timotheus bekannt, er ist wirklich halt durch dick und dünn gegangen mit Timotheus und er schreibt ihm einen Brief, während er in Ephesus ist. Ephesus liegt heutiger Zeit in der Türkei, ca. 70 Kilometer irgendwie von Izmir entfernt, so hatte ich das gelesen. Und
Die Thematik damals zu der Zeit, wo Timotheus in Ephesus war, war so, dass die Gemeinde schnell wachsend war. Das war im Prinzip ein kulturelles Epizentrum, schnell wachsend. Viele Sachen, die dort halt eingeprasselt sind, auf die Gemeinden, auf die jungen Leiter. Und Timotheus hatte jetzt den Auftrag von Paulus zu bekommen, Achtung, sprich mit der Kirche, sprich mit der Gemeinde und pass auf, dass alles so läuft, wie es an sich vorgesehen ist. Wenn wir es übertragen in unsere Zeit, ist das für uns genauso relevant. Wir haben viele Einflüsse, wir haben Städte, die wachsen sehr schnell, wir haben auch Gemeinden, die super schnell wachsen und wir haben aber auch Punkte einfach, wo man in der Gemeinde, egal ob man jetzt schnell wächst oder vielleicht eine kleine Gemeinde ist, haben wir trotzdem immer das Thema, so zwischen den Generationen, alt und jung, wie ist so die Verbindung, irgendwie lebt man miteinander zusammen. Wir haben genauso die Thematiken, wie es damals war, dass wir vielleicht Missbrauch von Macht erleben oder streben nach Reichtum oder Überfluss oder nach irgendeiner Anerkennung, die vielleicht gar nicht so das Ziel ist, was es sein soll. Den Text, den ich euch mitgebracht habe, der bewegt mich selber seit dem Jahr 2005. Deswegen ist das heute für mich auch eine super Herzensangelegenheit, den mitzubringen, weil er mich seit 2005 bewegt hat und immer wieder anders angesprochen hat. Und ehrlicherweise bin ich noch nie so tief reingestiegen in den Text wie jetzt für diese Predigt, trotz der sehr actionreichen Woche, was Uwe schon angekündigt hatte bei mir. Und es geht um 1. Timotheus Kapitel 4 und da ist es Vers 12. Background Story dazu, warum das für mich Herzensangelegenheit ist. 2004 bin ich selber zum Glauben gekommen, 2005 habe ich dann nochmal Urlaub in den USA gemacht bei meiner Gastfamilie, bei der ich zum Glauben gekommen bin und hatte auch die Chance gehabt, zu einem Jugendcamp mitzufahren. Also im Sommer so in den Ferien im Prinzip Jugendcamp, war auch ehrlicherweise mein erstes und einziges, ich war nie wieder auf irgendeinem anderen kirchlichen Jugendcamp. Und die Überschrift von diesem Jugendcamp hieß Embark, also auf Deutsch übersetzt an Bord gehen oder halt die Reise beginnen irgendwie. Und der Leitvers war genau dieser Vers. Es war Vers 12 aus Timotheus. Niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist. Sei allen Glaubenden ein Beispiel mit deinem Reden und Tun, deiner Liebe, deinem Glauben und deiner Reinheit. Dieser Spruch oder dieser Vers, wenn ihr den lest, könnte man jetzt denken, das passt ja, das kann man ja irgendwie beim Jugendcamp auf jeden Fall mit aufdrucken, steht ja drinne, Jugend, Jung und Sonstiges. Aber dieser Spruch geht halt nicht nur an junge Leute. Natürlich war Timotheus jung in dem Sinne, dass Paulus ihm das schreibt, aber er geht an uns alle, ob wir jetzt nun jung geblieben sind oder ob wir wirklich halt jung irgendwo gerade vielleicht neu angefangen haben. Und das Spannende war damals, dass es halt hier dieses an Bord ging, hieß dieses Bild, also Embark. Und heute stehe ich aber vor euch und bin Teil der Gemeindeleitung von einer Arche, also ein Bild des Schiffes. Und das fand ich nochmal so witzig, wie Gott im Prinzip bestimmte Sachen einfach irgendwie lenkt oder verändert in der Zeit des Verlaufes. Und das fand ich super gut. Die Frage ist nun also, wie kann ich ein Beispiel sein für andere im Reden, Tun, Liebe, Glaube, Reinheit? Wie kann das gelingen? Und ich glaube, es geht, genau wie bei Uwe im Urlaub, über Training, Training, Training und Vorbereitung. Und das ist auch das, was Paulus hier Timotheus mitgeben will. Dass er prüft und guckt, was die Situation ist. Oftmals kennen wir vielleicht aus dem direkten Umkreis, aber vielleicht auch aus dem weiteren Umkreis, Leute, die sehr schnell in Führungspositionen gelangt sind oder schnell irgendwie aufgestiegen sind, schnell Verantwortung bekommen haben. Und oftmals, wenn man mit diesen Personen Kontakt hält, vielleicht merkt man, nicht bei allen, aber bei vielen, dass irgendwann so die Bremse kommt und dann irgendwie auch vielleicht der tiefe Fall. Weil sie irgendwie nicht an die Hand genommen worden sind, weil es keine Mentor- und Mentee-Beziehung gab. In dem Fall Timotheus und Paulus. Paulus war der Mentor von Timotheus. Und das, was Paulus hier macht, ist als Leiter super gut und ich kann das euch nur ans Herz legen. Er ist halt 100% brutal ehrlich. Paulus ja generell in allen seinen Briefen. Aber wenn wir dann zum ersten Vers gucken, wie gesagt, ich teile das so ein bisschen auf, sagt er ihm direkt, der Geist Gottes sagt durch den Mund von Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche den Glauben preisgeben werden,
Sie werden sich Leuten anschließen, die sie mit ihren Eingebungen in die Irre führen und werden den Lehren dämonischer Mächte folgen. Was meinte ich also mit diesem brutal ehrlich? Er könnte jetzt ja auch sagen, ja, Pastor sein in der Gemeinde in Ephesus hat schon so seine Herausforderungen, aber das kriegst du schon hin, das wird alles gut sein. Aber er macht es wirklich transparent und sagt, pass auf, es wird Schwierigkeiten geben, es wird Anfechtungen geben, es wird Probleme geben. Und dass diese Ehrlichkeit bereitet Timotheus einfach darauf vor, gewappnet zu sein, vorbereitet zu sein für das, was kommt. Und vielleicht brauchen wir das auch ab und zu, dass wir einfach vielleicht von einer vertrauten Person oder über die Bibel, was wir lesen, einfach auch mal zu hören bekommen, ja, es gibt Anfechtung und ja, vielleicht wenn du gerade in einer schlechten Zeit bist oder irgendwie hart zu kämpfen hast, auch vielleicht mit deinem Glauben, dann ist das so. Aber Gott ist bei dir und an deiner Seite. Denn Gott lässt keinen alleine. Wenn wir in die Geschichte gucken von der Bibel, Moses war auch nicht der Superhero ohne Zweifel und ohne Probleme. Und trotzdem ist Gott mit Moses gewandert und hat dafür gesorgt, dass Moses die Israeliten aus Ägypten rausfördert. Oder wenn wir die Geschichte von Rahab nehmen, eine Prostituierte in einem Rotlichtviertel, wer ohne, wenn Gott sie aufgegeben hätte, einfach vielleicht nur eine Seitennotiz oder ein kleines Anführungssternchen, dass dort jemand gelebt hat. Oder wenn wir König David angucken, König David auch super schnell aufgestiegen und dann der Fall im Prinzip mit Bathseba. Aber auch da hat Gott ihn dabei gehalten und er konnte Psalm 51 schreiben und hat einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Gott hat also kein Problem damit, wenn wir Fehler machen. Gott hat auch kein Problem damit, wenn wir irgendwie hinfallen, wenn wir stolpern. Denn Gott weiß ganz genau, dass wir halt einfach imperfekt sind oder unperfekt. Ich weiß gar nicht, was das richtige deutsche Wort ist. Genau. Aber jedenfalls nicht perfekt. Denn die einzige Person, von der wir wissen, dass sie perfekt war, war Jesus. Und Jesus als Mittler zwischen Gott und uns, der auf die Welt gekommen ist, der ganz Mensch geworden ist. Er war perfekt. Er hat uns gezeigt, wie man liebt, wie man Reinheit lebt, wie man Glaube lebt, all die Punkte, die wir gerade in Vers 12 gelesen haben. Wenn wir jetzt gucken, was uns vielleicht abhält irgendwie bei bestimmten Thematiken, was uns vielleicht beschäftigt, wenn wir jetzt auf den Vers wieder gehen, auf Vers 1, in der Welt, warum wir ins Zweifeln kommen, ins Straucheln kommen, könnte man Nachrichten anführen. Man könnte Gespräche mit Kollegen oder Kolleginnen anführen. Man könnte irgendwelche schlechten Erlebnisse vielleicht. Vielleicht war ich in irgendeiner Gemeinde, ich habe ein schlechtes Erlebnis gehabt, die haben mich nicht begrüßt oder haben irgendwelche komischen Sachen gemacht und schon ist es irgendwie einprogrammiert. Mensch, okay, was ist da los? Und wenn wir dann keinen haben, der an unserer Seite steht und sagt, Mensch, vertrau doch auf das, was du weißt, was irgendwie dir Sicherheit gibt, dann fangen wir an, irgendwie zu wanken. Und wir fangen an, irgendwie Sachen zu hinterfragen, die vorher vielleicht für uns ganz, ganz sicher waren. Aus Filmen kennen wir das auch. Es ist oft auch in Superheldenfilmen irgendwie diese Beziehung, die aufgezeigt wird und was die Charaktere dann super stark macht. Ich weiß nicht, wer so im Marvel-Universum unterwegs ist. Spider-Man, gibt es ja mehrere Spider-Man-Varianten davon. Aber es gibt, in dem Original gibt es Onkel Ben, der dann leider später erschossen wird, aber der im Prinzip Spider-Man immer begleitet hat und ihm Weisungen mitgegeben hat. Da kommt auch der ganz große Spruch her, mit großer Macht kommt große Verantwortung, der so durchschwillt. Oder für die Star Wars Fans, Obi-Wan Kenobi ist immer bei Luke Skywalker gewesen, selbst vielleicht als Hologramm oder sonstiges und hat ihn in die Hand genommen, wenn Luke Skywalker irgendwie gezweifelt hat. Ganz pragmatisch für uns vielleicht diejenigen, die Kinder haben, Eltern-Kind-Beziehung, auch das ist eine Mentor-Mentee-Beziehung, ähnlich wie vielleicht Paulus und Timotheus. Wir nehmen unsere Kinder an die Hand und bereiten sie vor irgendwie auf die große, weite Welt. Irgendwie starten wir zuerst mit der Kita, dann gehen wir in die Schule und dann müssen wir auch als Mentoren irgendwie lernen, loszulassen und irgendwie Freiraum zu geben. Aber auch das ist im Prinzip dasselbe. Und da ist die Frage, wie machen wir das? Die Eltern, die ich kenne, machen das auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Und vielleicht sollen wir uns halt auch als Gemeinschaft oder als Christen, die wir vielleicht sind, an die Hand nehmen und irgendwie uns selber unterstützen, aber liebevoll auch korrigieren, wenn wir merken, Mensch, da ist irgendwie was, wo wir ins Wanken kommen, wo es gar nichts zu wanken gibt.
Wenn wir auf Paulus gucken, Paulus wieder brutal ehrlich, was sagt er über sich selber? Wenn wir Timotheus 1,13 gucken, sagt er, obwohl ich ihn doch früher beschimpft, verfolgt und verhöhnt habe. Er hat mit mir Erbarmen gehabt, weil ich nicht wusste, was ich tat. Ich kannte ihn ja noch nicht. Auch da, wenn Gott interessiert daran wäre, nur perfekte Leute zu suchen, dann wäre Paulus nie Paulus geworden, sondern wäre Saulus geblieben. Aber er ist halt komplett ehrlich und zeigt mit seiner Lebensstory, ja, ich war komplett hier und bin komplett da. Also eine komplette Transformation, die an Paulus geschehen ist und die halt auch an allen anderen geschehen kann. Aber diese Veränderung passiert natürlich nicht von jetzt auf gleich und sie bedarf, wie es beim Sport halt auch bedarf, Disziplin, Verantwortung und Training, Training, Training. Deswegen wäre an meiner Stelle die Frage für dich, wie nutzt du deine Zeit und vor allem, wofür schlägt dein Herz? Wie du deine Zeit nutzt, zeigt dir auch, wo dein Herz vielleicht schlägt. Vielleicht schlägt dein Herz für Sport, super gut, oder für Beruf oder Karriere. Aber die zweite Frage wäre dann, wie viel Zeit bleibt dann von deinem Invest, was du hast, für dein eigenes spirituelles Wachstum, für dein Training, was du vielleicht brauchst, sei das Training vielleicht im Bibellesen, im Wortwarten, im Beten, im Tun von Sachen, die Jesus gefallen. Also wie nutzt du deine Zeit heute, hier, aktuell und wie viel Zeit bleibt dafür für dein eigentliches Wachstum? Denn egal wie viel Sport du machst, egal wie viel Diäten du machst, dein Körper wird altern. Das ist Fakt. Also man kann natürlich sehr, sehr fit im hohen Alter sein und davor ziehe ich auch meinen Hut. Jeder, der das schafft, auf jeden Fall super, super gut. Aber man wird altern. Aber der Geist, den kann man trainieren und der Geist zahlt darauf ein für die Ewigkeit. Gehen wir in Vers 7. Vers 7 geht so ein bisschen darum, um das Vertrauen. Ich meinte gerade eben, dass wir oft irgendwie durch unsere äußeren Einflüsse so ein bisschen den Boden verlieren und irgendwie ins Wanken kommen oder Sachen hinterfragen, die für uns vielleicht sicher waren. In Vers 7 heißt es, die gottlosen und kindischen Spekulationen über die Anfänge der Welt dagegen musst du ablehnen. Übe dich vielmehr darin, den Willen Gottes zu tun. Platt gesagt könnte man sagen, befass dich nicht mit Spekulationen, sondern vertraue auf die Fakten, die du hast, die du vor dir liegen hast. Ich weiß nicht, welchen Arbeitsplatz ihr habt. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren im Innendienst gelandet, war vorher im Außendienst und so der große Unterschied, den man feststellt oder den ich feststelle für mich ist, es gibt sowas wie Flurfunk und Gerüchte und das kriegt man im Außendienst vielleicht nicht immer so direkt mit. Aber die Erfahrung ist bei mir jedenfalls, dass diese Gerüchte und Flurfunk, wie man es nennen möchte, nie irgendein positives Ergebnis herausbringen. Es ist immer ein Reden über jemand anderes oder vielleicht will man es auch gut meinen, aber wie gesagt, erfahrungsgemäß, jedenfalls meine persönliche Erfahrung ist, dass es nie, nie gut geht. Und auch das bedarf halt Disziplin und auch Training, dort zu widerstehen oder zu wissen, wie ich darauf vielleicht halt reagiere, wie ich antworte. Vertrauen und Glaube auf das Wort. Ich habe euch gleich ein paar Stellen mitgenommen, die habe ich nicht hiermit angedruckt. Ihr findet sie, wer vielleicht nebengeguckt hat und reingekommen ist, auf dem Screen hinten an der Wand sind diese Verse, die ich gleich nochmal kurz mit erwähne, sind mit angedruckt, sind aufgezeigt. Also im Nachgang, wer möchte, kann auch gerne einfach ein Foto von machen, dann hat er sie auf jeden Fall. Aber was sagt uns denn die Bibel ganz, ganz sicher? Was wissen wir facto 100%? Wenn wir Johannes Kapitel 14, Vers 6 gucken, dort heißt es, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Lässt keinen Zweifel offen. In Römer 6, 23 heißt es, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ein anderes Beispiel, was sicher ist, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7. Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Also Glaube und Vertrauen auf etwas, was wir einfach noch nicht sehen können, weil einfach die Zeit dafür noch nicht da ist. Philipper Kapitel 4, Vers 19. Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Auch das ist sicher.
Wir wissen, dass Gott Jesus für uns geschickt hat, für jeden Einzelnen von uns, sei er jetzt hier im Raum oder draußen oder vielleicht hat er noch nie von Jesus gehört, aber Jesus ist trotzdem für ihn ans Kreuz gegangen. Letzter Bericht, Epheser Kapitel 5, Vers 27, dort steht: Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Gott möchte also, dass wir trainieren, dass wir als Einzelperson, dass wir als Gemeinde, dass wir als Gemeinschaft möglichst an uns arbeiten, dass wir wachsen. Gott möchte nicht, dass wir dort stehen bleiben, wo wir sind. Gott ist immer unterwegs. Und deswegen hat er auch Jesus geschickt, um uns an die Hand zu nehmen, weil wir sonst einfach die Verbindung nicht haben. Wo machen wir das denn außerhalb der Kirche? Glauben und Vertrauen. Habt ihr euch das mal gefragt? Wo habt ihr sonst noch Glauben und Vertrauen? Zwei Beispiele. Wenn ihr ins Flugzeug einsteigt, in der Regel werdet ihr nach rechts weggehen, anstatt nach links weggehen. Ganz wenige Leute vielleicht von hier sind vielleicht Pilot, aber in der Regel geht ihr rechts weg. Ihr wisst nicht, wer im Cockpit sitzt. Ihr wisst nicht, ob diese Person im Cockpit weiß, was er tut. Ihr habt keine Ahnung über die Aerodynamik und sonstige Fakten, die es bedarf, um ein Flugzeug zu lenken. Und trotzdem gehen wir rechts rein, wir setzen uns hin. Wenn wir ganz entspannt sind, schlafen wir auch halt ein und wachen dann irgendwann auf, wenn wir da an dem Ort sind, wo wir hinwollen. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass der Pilot weiß, was er tut. Anderes Beispiel, das gilt jetzt nicht für Uwe, weil Uwe ein Arzt ist, aber wenn wir zum Arzt gehen, kriegen wir ja oft irgendwelche Medikamente verschrieben, die mir zumindest ich nicht mal aussprechen kann, also keine Ahnung habe, was da eigentlich drin ist. Klar kann ich die Risiken und Nebenwirkungen lesen, tue ich aber nicht. Und vertraue darauf, dass der Arzt Ahnung hat und mir das richtige Mittel gibt, was gut für mich ist. Also wir vertrauen auf viele Sachen, wenn wir uns im Leben, im Alltag umschauen, auf Sachen, die wir gar nicht richtig in der Hand haben. Aber oft zögern wir beim Vertrauen in Gott, wo wir das Buch haben, wo wir Jesus haben, wo wir irgendwie schon die ganze Zeit unterwegs sind mit Jesus. In Vorbereitung hatte ich einen Pastor und ein Zitat mal mitgebracht, was ich super spannend fand. Das ist von Dr. Charlie Dates, relativ junger Pastor, 41, ist in Chicago in einer der größten Gemeinden in Chicago, die ca. 10.000 Teilnehmer jeden Sonntag irgendwie zählt, also Megachurch, wäre jetzt der Begriff. Und zu diesem, was sicher ist, sagt er als Zitat: Lass dich nicht von dem verunsichern, was dir unbekannt ist, aber vertraue auf das, was du sicher weißt. Wie die Bibelstellen, die ich angefügt habe, das wissen wir direkt und sicher. Springen wir nochmal zu Vers 12 und wir packen Vers 13 noch mit hinten ran. Sicherheit kommt durch Vorbereitung und Disziplin. Ich lese ihn einfach nochmal vor. Niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist. Sei allen Glaubenden ein Beispiel mit deinem Reden und Tun, deiner Liebe, deinem Glauben und deiner Reinheit. Bis ich komme, lies wie bisher aus den Heiligen Schriften vor, predige und unterrichte. Es könnte auch dastehen, Training, Training, Training. Er sagt, lesen, predigen, unterrichten. Zum Predigen müsst ihr aber nicht hier oben stehen. Und zum Lesen könnt ihr das egal wo machen und unterrichten, gilt halt auch der Nachbar oder das Familienmitglied, das Kind, der Opa, die Oma, euer Arbeitskollege. Ich bin ja mit Basketball groß geworden und habe halt viel in der amerikanischen Sportszene so im Prinzip halt eher so mein Leben verbracht und da irgendwie Spiele angeguckt. Und da heißt es immer, Practice makes perfect. Training macht perfekt. Auch wenn perfekt nicht das Ziel für uns ist, ist das Training immer härter als das eigentliche Spiel. Man trainiert jede Eventualität. Man trainiert so hart, dass man im Training eigentlich gar nicht mehr kann, nur damit man im Spiel auch noch die letzte Meile gehen kann. Dass, wenn das Spiel in die Verlängerung geht, ich immer noch Power habe. Und in der Regel die Mannschaft, die wirklich hart trainiert, und die immer im Training die extra Meile gegangen ist, immer wieder, hat in der Regel am Ende auch mehr Power, mehr Luft und mehr Möglichkeiten. Und nicht nur, dass sie mehr Power und mehr Luft hat, die Mannschaft, die trainiert auch unzählige Spielzüge und investiert unheimlich viel Zeit in Taktiken, in Strategien, sodass irgendwann das, was ich vielleicht lernen oder lernen muss, was ich irgendwie auf dem Papier sehe,
irgendwann in Fleisch und Blut übergeht, dass es ein Automatismus erfolgt. Auch das kann man als Trainer mal sehr spannend und sehr gut beobachten, gerade wenn man mit Jugendlichen irgendwie trainiert für was auch immer für einen Sport, dass je härter man trainiert und je öfter man bestimmte Sachen wiederholt, es an Fleisch und Blut übergeht und in dem Moment, wo es drauf ankommt, es einfach aktiviert wird, anstatt dann, dass man anfängt, drüber nachzudenken. Und jetzt die Frage auch wieder an euch. Können wir gerade aktuell trainieren? Ja, definitiv. Die Frage ist, wie kommst du hierher? Wie ist deine Herzenshaltung hier heute zum Gottesdienst? Aber es geht nicht nur um Gottesdienst. Hast du ein offenes Herz, offene Ohren? Bist du aufnahmefähig? Hast du vielleicht einen Stift dabei, um mitzuschreiben, sei es in der Predigt oder vielleicht auch in der Moderation zwischendrin? Wie begegnest du dem Lobpreis? Begegnest du dem Lobpreis mit offenen Ohren und sagst, ja, Herr, ich will dich loben, egal was für ein Stil von Musik kommt, ob es langsame Songs sind, schnelle Songs sind, ob es voll Party ist oder wirklich halt sehr moderat und ruhig. Oder gleich im Abendmahl, wenn wir das zusammen feiern, wie kommen wir hierher, wenn wir wissen, am ersten Sonntag des Monats feiern wir Abendmahl? Checken wir selber irgendwie unser Herz, also machen wir einen Reality-Check, um zu sehen, wo es mit uns steht? Und genauso kannst du es für alle Sachen durchgehen. Es ist halt dieses Learning by Doing in Gemeinschaft, also das Umsetzen, was wir vorher trainiert und gelernt haben, was wir sicher sind, was unser Fundament ist. Und da auch nochmal, es ist vollkommen okay, nicht alles zu wissen. Und es ist auch vollkommen okay, zu zweifeln, solange wir wie Paulus wirklich 100% ehrlich sind. Und halt auch das mit unseren Menschen in liebevoller Art und Weise. Das ist super, super wichtig. Kommen wir zum letzten Versabschnitt. Vers 16, dort heißt es, achte auf dein Leben und auf deine Lehre, überprüfe sie beide ständig. Dann wirst du dich selbst retten und die, die dir zuhören. Wie kann man sich selber so überprüfen? Selbstreflexion, das muss man trainieren. Auch da wieder in Gemeinschaft, vielleicht mit Freunden, mit Verwandten, die ihr wirklich vertraut, oder Arbeitskollegen, wo ihr wisst, okay, das ist der Spiegel, der euch hilft und der wirklich klar ist, der Spiegel. Und einen super Spiegel habt ihr alle in der Hand, das ist die Bibel. Und ihr könnt jederzeit im Prinzip in diesen Spiegel gucken und nachlesen. Was machen wir mit einem Spiegel? Wenn wir einen Spiegel haben und in den Spiegel gucken, dann zeigt er uns ja nur die Reflexion von uns selber. Und zeigt uns, wo wir vielleicht Schmutz im Gesicht haben, wo, weiß ich, der Lippenstift abgerutscht ist. Oder wo wir irgendwie halt nachrasieren müssen, weil das halt irgendwie halt schlecht aussieht. Er zeigt uns unser eigenes Bild und spiegelt uns zurück, was wir können oder was wir nicht können, beziehungsweise wo Schmutz ist und wo nicht Schmutz ist. Da wäre die Frage einfach für dich vielleicht zu mitnehmen, wer darf wirklich in dein Leben reinsprechen? Wer begleitet dich auf dieser Reise, auf diesem Schiff, wenn man die Arche jetzt wieder als Schiff mitnimmt als Bild? Und vielleicht nicht nur, wer dich begleitet auf dieser Reise, sondern hast du schon mal in den Spiegel geguckt und überlegt, was ist denn deine Story, was ist deine Lebensstory? Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, was ist denn deine Errettungsstory? Wir reden so oft über Errettung und dass Jesus unser Retter ist, aber ist dir wirklich klar, was deine persönliche Errettung ist? Vielleicht einfach nochmal in den Spiegel gucken und dir klar machen, dass deine Story super, super wichtig ist. Und das spreche ich dir auch gerne zu, denn wenn du im Gespräch mit deinen Nachbarn vielleicht bist, und dich nicht traust, irgendwie über deinen Glauben zu erzählen, dann erzähl ihm deine Story. Denn deine Story ist wahr. Es ist das, was dich zu dem macht, der du heute bist. Mit allem Schmutz, der da drin ist und mit allem Schmutz, der vielleicht noch dran klebt. Aber teile es auf jeden Fall mit Leuten. Ihr seht schon, wir werden ganz praktisch und deswegen auch die letzte Folie. Kopf, Herz und Leben, so pragmatisch als Piktogramme mitgegeben. Eine Reise auf dem Schiff bedarf Vorbereitung, bedarf Planung, bedarf Zeit und es bedarf Training, Training, Training und Disziplin, das auch durchzuhalten, dieses Training. Und zum einen ist es das Training im Kopf, zu wissen, dass es einfach hart ist, zu trainieren. Ja, es ist hart, Zeit sich rauszuschneiden, um vielleicht im Wort zu lesen. Es ist hart, Zeit vielleicht rauszuschneiden, um ins Gebet zu gehen. Aber auch das schafft man, indem man plant und vorbereitet und einfach guckt,
was ist mir wichtig und was ist mir unwichtig. Also Kopfsache, die Einstellung. Das Herz, das ist der Punkt, was ich meinte mit dem Wanken. Ob unser Herz wirklich so eingestellt ist, dass wir sicher stehen mit beiden Beinen auf dem Boden oder ob wir halt irgendwie hin und her wippen und unsicher sind, ob wir auf einem Bein nur stehen. Und uns einfach klar machen, was ist sicher? Das Wort ist sicher. Das wissen wir, das wankt nicht, das existiert schon immer so. Und das ist egal, ob es morgen irgendwelche Zeitungsberichte gibt, etc. Das Wort bleibt gleich und bleibt fest. Aber dieses Vertrauen muss in eurem Herz angelangen. Und die Batterie ist die Veränderung im Leben. Alles das, was ich vielleicht in meinem Herz weiß, dass es richtig und sicher ist und ich vielleicht stehe ich auch mit beiden Beinen im Leben und ich habe jetzt auch die Zeit mir rausgesucht, irgendwie zu beten, Bibel zu lesen, Bibel zu studieren, einfach im Wort sein oder mit Gott einfach unterwegs zu sein. All das hilft mir nichts, wenn ich es nicht lebe, wenn ich es nicht umsetze, wenn ich in die Tat, in die Action gehe. Der Berg ist natürlich schön, wenn ich ihn von unten angucke, um jetzt Uwes Bild aufzugreifen. Aber er ist noch tausendmal schöner, wenn ich auf dem Gipfel stehe und sagen kann, ja, ich habe den Schritt gemacht. Vielleicht waren die ersten Schritte leicht und dann kam irgendwie ein Anstieg, der super, super schwer war. Und so geht es uns allen. Wir haben mal eine Phase, wo wir sagen, Mensch, es läuft alles glatt und kommen dann an eine Phase, wo wir sagen, irgendwie bräuchte ich 48 Stunden anstatt 24 Stunden am Tag, um alles hinzubekommen. Aber es ist vollkommen okay, es anzuwenden, zu sprechen und darüber zu berichten. Denn wenn wir in Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10 einmal reingucken, dort steht im Prinzip, was Gott uns sagt, wenn wir errettet sind, wenn wir Jesus in unser Herz gelassen haben. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Gott erwartet nicht Perfektion. Gott erwartet auch nicht nur Action von uns. Aber was Gott erwartet, ist, dass wir Schritte mit ihm gemeinsam gehen, um Leuten die gute Botschaft mitzugeben. Das kann sein, dass ihr euch im Dienst, sei es hier, sei es woanders, aktiv einbringt, aber Gemeinschaft feiert. Ihr habt jeder eure eigenen Fähigkeiten und Talente, um Gott und der Gemeinschaft in irgendeiner Form zu dienen. Und wie gesagt, ich rede nicht immer über den Kontext hier, Gemeinde, hier, Arche, sondern vielleicht in eurer Nachbarschaft. Vielleicht ist dort einfach vielleicht ein älteres Pärchen, was irgendwie Hilfe braucht. Oder vielleicht eine alleinerziehende Mama oder Papa, die einfach eure Hilfe braucht und dass ihr Gemeinschaft habt mit dieser Person. Glaube in Aktion. In Englisch würde ich sagen, put it into action. Das, was wir lernen, das, was wir hören, dass wir es einfach machen. Und dadurch halt anderen die Liebe Gottes zeigen. Das Lobpreisteam kann gerne schon einmal vorkommen. Wir kommen gleich einmal zum Ende. Wichtig ist, wenn wir dienen, dass wir unsere Herzenshaltung checken. Genauso wie wir unsere Herzenshaltung gleich einfach in der Zeit des Lobpreises prüfen sollten, weil wir im Anschluss vom Lobpreis gemeinsam Abendmahl feiern werden. Heißt, wir brechen das Brot von Jesus und wir trinken sein Blut in Form von Traubensaft. Und ich lade euch dann nachher dazu halt ein, dass ihr nach vorne kommt und wir es gemeinsam feiern. Aber ich ermutige euch genauso, euer Herz zu prüfen in der Zeit jetzt vom Lobpreis. Und wenn ihr für euch sagt, mein Herz ist gerade nicht richtig oder es ist irgendwas dazwischen, dann ist es vollkommen okay, auch nicht am Abendmahl teilzunehmen. Deswegen lade ich euch gerne halt ein, jetzt nutzt die Lobpreiszeit, nutzt die Stille oder das laute Singen und euch selber zu prüfen. Ich würde gerne einmal die Predigt abschließen mit einem Gebet. Danke, Vater, dass wir hier zusammenkommen können, sei es hier vor Ort oder am Livestream. Ich bitte dich darum, dass einfach dein Wort in unsere Herzen fällt und dass wir jetzt die Zeit nutzen können, im Lobpreis vor dir zu treten, unser Herz zu checken, einen Reality-Check zu machen und einfach zu fragen, ja, wo stehen wir, wo investieren wir uns, wo ist unser Herz, wo schlägt es für? Ist da noch irgendwas anderes, was deinen Raum einnimmt, was da nicht sein sollte, Herr? Und ich bitte dich halt einfach, dass wir ehrlich zu uns sein können, dass wir den Spiegel hochnehmen können und in den Spiegel gucken können und nicht erschrecken, sondern einfach wissen, ja,
Dort ist Schmutz im Gesicht, aber du hilfst mir dabei, diesen Schmutz weniger werden zu lassen, Herr. Und dafür danke ich dir. Und ich freue mich auf den Lobpreis. Amen.